Schwer zu sagen bei einem Film, der erst vor kurzem auf Blu-ray veröffentlicht ist, bei was es sich dann wirklich um die Ultimate Edition handelt. Was ist die beste Version und die beste Verfassung, in der man einen Film überhaupt nur auf Blu-ray veröffentlichen kann? Ich bin ganz ehrlich der Meinung, auch wenn ich mich damit jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehne, das ist es. Das ist wirklich eine absolut grenzgeniale Edition, die es jetzt zu Deadpool 1 und 2 aus Frankreich gibt. Wir bekommen hier einerseits sogar mit den weihnachtlichen Lichtgirlanden mit Deadpool-Muster, die wir, glaube ich, sogar schon bei der Holidays Schuber-Edition aus Amerika beziehungsweise Kanada gesehen haben. Außerdem natürlich das bekannte Deadpool 1 und 2 mit Einhornmotiv, das wir ja sogar auch bei der anderen Limited Edition hier drauf haben und was bei, ich glaube sogar dem deutschen Double Feature im normalen Keep Case einfach als Covermotiv verwendet wurde. Außerdem finden wir bei dieser Box natürlich dann auf allen vier Seiten weitere Lichterketten beziehungsweise Hinweise auf diese Double Film Edition. Hinten klebt ein Papier mit den ganzen Informationen und Details zu diesem Release. Ich habe mich in dem Fall dazu entschlossen, sie nicht zu entfernen. Einfach aus dem Grund, weil man sogar, wenn man so reinschaut, schon erkennen kann, dass die eigentliche Box kein Artwork unten hat. Außerdem kam die Box, wenn ich mich auf meiner Kamera wegbewege, mit einem eigenen Karton im Amazon-Karton, weswegen ich sie auch da drinnen aufbewahren und beschützen kann. Aber wir können da jetzt noch einmal sehen, was in der Edition enthalten ist. Also für den Fall, dass wir so gut Französisch können. Aber, ich meine, das ist ja allein, also das ist ja wirklich so eine bodenlose Frechheit, Deadpool. Das ist ja unpackbar. Wir erfahren, dass auch bei dieser Edition der zweite Teil in beiden Fassungen natürlich enthalten ist. Dass es auch den ersten Teil gibt. Es gibt auch noch zwei Sammlerposter mit diesen beiden genialen Motiven quasi. Motiven, die Filmarena dann für das Steelbook verwendet hat und natürlich dem ganzen Bonusmaterial denselben Informationen zu denselben Discs, die wir auch schon von der anderen Edition kennen. Aber was ich auch ganz cool finde, ist, dass diese Edition hier ein Sichtfenster aus Plastik hat, das allerdings relativ hochwertig und dickwandig erscheint und demnach hier auch gut zu entfernen ist mit eben diesem Untergrund. Außerdem finden wir jetzt, und das ist dann interessant, ach ja, das war noch ein Sticker, der außen auf der Verpackungsfolie drauf war, habe ich nach innen gerettet. Links unten ist hier quasi so eine Art kleines Podest. Podest, Podest. Anthony Podest, wo eben die ganzen Inhalte dabei sind. Einerseits die zwei Poster, die wir uns gleich anschauen, dann die Versionen von beiden Filmen. Interessanterweise, im Gegensatz zur anderen französischen Edition mit dem Deadpool Swear Jar, gibt es diesmal nicht, obala, ein fettes Steelbook mit drei Discs und eben beiden Filmen im Deadpool 2 Steelbook, was eigentlich komplett unpassend ist, wenn man genau darüber nachdenkt, sondern den ersten Teil in einem eigenen Keepcase mit nur einer Disc und den zweiten Teil eben in der normalen französischen Steelbook Collector's Edition, hier sogar mit dem eigenen typischen französischen Backcover, natürlich dann auch mit den ganzen technischen Details, Inhalten und so weiter. Da können wir jetzt mal ganz schnell nur hineinblicken, einfach um zu verifizieren, dass hier beide Discs auch eben rechts auf derselben Seite sind, mit einem Tray kein Booklet oder sonst was noch drinnen ist. Das ist einfach das normale französische Steelbook. Also wer sich diese Edition kauft, der hat mehr oder weniger die normale französische 0815 Blu-ray in der Neuauflage mit diesem Cover-Artwork, das eben auch vom Birnenblatt verwendet wurde, und das Deadpool 2 Steelbook gleich dazu. Das Poster, das wir dieses Mal dazu bekommen, das ist ja unpackbar, muss man ganz ehrlich sagen, wie riesig das ist.
Das werde ich definitiv nicht einfach in diesem Sammlungsupdate vor die Kamera holen können. Ich versuche es zumindest einmal hinter der Kamera irgendwie ansatzweise aufzuklappen. Bist denn du deppert? Ich glaube, das einfach einmal so herzuhalten, das sagt schon, welche Größe das hat. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt mit meinem Auer-Plakat, was hier im Hintergrund hängt, vergleichen und sagen, dass dieses Plakat tatsächlich noch einen Ticken größer ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren unsere A1-Poster. Also dieses Plakat ist sogar noch etwas breiter und noch etwas größer als ein A1-Plakat. Finde ich absolut genial. Außerdem, wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, in derselben Größe, japs, gibt es auch noch ein zweites Plakat zu Deadpool, nämlich eben dieses gezeichnete Deadpool sitzt auf Einhornmotiv, ebenfalls urcool mit diesen chibi-artigen Figuren von den Deadpool-Charakteren. Das ist wirklich wunderschön und fantastisch. Genauer schauen wir uns dann diese ganzen Motive in Kürze an, wenn ich die Film Arena Collection bekomme zu Deadpool 2. Da sehen wir es dann besser. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, wir sehen natürlich hier die ganzen Halterungen, wie diese Sachen in place gehalten werden, ist ursprünglich, wenn man die Edition bekommt, klebten die Poster, beziehungsweise, also die Poster waren hier unten, und dann über die jeweils original verpackten DVDs und Blu-Rays waren hier Klebepunkte, die sie eben hier mit verbunden haben. Die muss man natürlich entfernen, damit man es überhaupt auspacken kann, und fehlen jetzt, sodass diese Sachen herumrutschen können und natürlich dann auch diese Laschen ein bisschen zerstören können, was die Archivierung und Aufbewahrung jetzt nicht unbedingt erleichtert. Vielleicht fällt mir da noch etwas ein, aber jetzt zu dem absoluten Highlight. Wir bekommen Deadpools Plüscheinhorn. Ja, hoppla. Jetzt bin ich erschrocken. Mit Augen, mit natürlich den ganzen Haaren an ganz seltsamen Stellen, mit seiner Schweinchennase. Und natürlich auch den goldenen Hufen. Auch hier die Verarbeitungsqualität enden wollen, weil quasi mein Einhorn hier am Bauch schon ein bisschen seine Eingeweide verliert. Außerdem merkt man wirklich, dass es sich um absolut die billigste Möglichkeit, irgendwas herzustellen handelt. Wir sehen, da kommen noch Nähte mit raus, das Ganze hier am Schwanz, vor allem wie die Haare an dem Schwanz angebracht sind, ist nicht sonderlich schön. Es ist tatsächlich eigentlich ein ziemlich hässliches Ding, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, dass es eine Deadpool 2 Special Edition mit Einhorn gibt. Falls mir irgendwann einmal irgendwo auf einer Comic-Con ein besser verarbeitetes Deadpool Einhorn unterkommt, werde ich mir das vielleicht auch noch einfach einmal separat gönnen müssen. Aber in der Zwischenzeit muss diese Version auf jeden Fall reichen, mit eben dem ziemlich coolen Plastik-Sichtfenster dazu. Jetzt muss ich mal aufpassen, weil dadurch, dass hier diese Klebepunkte waren, hat sich jetzt beim Auspacken das hier angeklebt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, hier das wieder einzufädeln. Aber dafür, dass ich gemeint habe, es ist schwierig, habe ich es einfach nach 10 Sekunden geschafft. Wäre auch schön, wenn das bei allen Trophäen auf der PS4 so geht. Aber das ist für mich auf jeden Fall eine der coolsten Editionen. Dies zu, finde ich, einem der coolsten Filme bis jetzt gibt.